Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Bildvideo. Ich bin's wieder, Alexos, hier beim PvP Ausdauertempler. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast hier bei diesem Klassenguide. Wir schauen uns heute meine Spielweise an, wie ich den euch empfehlen würde und oder wie ich ihn mir konzipiert habe. Und zwar von vorne bis hinten. Das ist der erste Bild, den ich mit Update Herostorm jetzt in einer nochmal anders aufgestellten Machart aufbaue, denn es ist so, dass ihr euch die Builds wieder länger gewünscht habt und wieder mit mehr Hintergrundwissen, warum, wieso, weshalb, warum. Das möchte ich natürlich gerne hier umsetzen, dementsprechend hier für euch weg die erste Information. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie euch dieses Bildvideo hier gefallen hat, denn vermutlich während dieses Video hier online geht, bin ich bei der Produktion von weiteren und kann dann gleich noch ein bisschen mit adjustieren, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, die ich damit einbringen soll. Nichtsdestotrotz, wenn du dich für solche Informationen interessierst, würde ich mich natürlich für ein Abo freuen, beziehungsweise du kannst natürlich auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr zu The Elder Scrolls Online zu verpassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich würde sagen, wir springen einmal direkt ins Spiel, gucken uns einmal den Ausdauertempler da genauer an. Ich stelle euch heute hier ein Bild vor, der ist hauptsächlich für Solo- und Kleingruppen-PvP gedacht. Ihr könnt ihn allerdings auch, wenn ihr wollt, das ist nach oben, ist da keine Grenze gesetzt. Ihr könnt ihn auch in Cerodi in Großgruppen spielen. Das ist dann eure Sache, wie ihr das Ganze einsetzen wollt. Ich bin der Meinung, dass der Ausdauertempler aktuell mit die allerstärkste Klasse im PvP ist. Er macht auf jeden Fall unglaublich viel Spaß und er ist zwar nicht der einsteigerfreundlichste, aber auf jeden Fall performt er sehr, sehr gut, denn wir kommen auf über 6000 Waffenschaden und eine sehr, sehr gute Durchdringung. Dementsprechend macht das einfach großen Spaß. Ja, springen wir direkt ins Spiel, gucken uns das Ganze da ein bisschen genauer an. Ich bin hier einmal in der Kaiserstadt mit Champion-Punkten und das werden wir jetzt hier sozusagen ein bisschen Stück für Stück durchgehen. Ich gehe heute mit euch einmal durch die Skills, die Ausrüstung, die Champion-Punkte. Ihr könnt das Ganze mit CP oder ohne CP spielen. Der Build ist tatsächlich so aufgebaut, dass ihr den durchaus auch ohne Champion-Punkte spielen könnt. Ich spiele sehr viel Battlegrounds und da macht er mir auch persönlich sogar am meisten Spaß. Vor allem in diesem Patch, wo man keine vorgefertigten Gruppen mehr als Gegner in den Battlegrounds hat, macht das großen Spaß. Dieser Build richtet sich natürlich hauptsächlich an Fortgeschrittene, denn wir reden hier über ein PvP-Build, der auch empfohlene Champion-Punkte habt. Wenn ihr neu im PvP seid, dann lasst die Champion-Punkte einfach weg und spielt bitte, bitte, bitte keine Kampagnen mit Champion-Punkte. Spielt bitte Kampagnen, wo extra dahinter steht, ohne Champion-Punkte. Spielt gerne Battlegrounds. In Battlegrounds sind die Champion-Punkte standardmäßig deaktiviert, aber glaubt mir, in Duellen und Cerodiil oder Kaiserstadt mit Champion-Punkten werdet ihr große Nachteile haben, allein wenn ihr schon 100 oder 200 Champion-Punkte weniger habt als das aktuelle Maximallevel von 810. Behaltet das also bitte auf jeden Fall im Hinterkopf. Ja, ansonsten, meine Rassenwahl ist in diesem Falle der Ork, denn der Ork bietet uns einige coole Sachen. Er macht uns nicht nur stärker, denn er gibt uns sehr viel Waffenschaden. Nein, er gibt uns auch 10% 12% weniger Kosten beim Sprinten und 10% erhöhtes Sprinttempo, was ihn unglaublich, unglaublich stark macht. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Aber allein schon wegen der Zahl 666 ist er schon sympathisch, der Ork. Deswegen spiele ich den. Nein, Spaß beiseite. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, macht großen Spaß. Ihr könnt natürlich auch andere Rassen spielen. Die Rassen, die ich euch in folgender Reihenfolge empfehlen würde, wären der Waldelf, der Nord, der Agonia, der Rotquadrone, der Dunkelelf, der Kaiserliche oder der Khajiit. Könnt ihr alles spielen. Ungefähr in der Reihenfolge würde ich die auch empfehlen. Es macht aber keinen großen Unterschied. Allerdings muss ich sagen, Ork und Waldelf fühlen sich im PvP mit Abstand am besten an. Einfach, weil ihr super schnell unterwegs seid. Ja, sowohl mit dem Waldelfen als auch mit dem Ork seid ihr super schnell unterwegs. Ihr könnt sehr schnell sprinten, etc. Es ist sehr praktisch. Beim Waldelf habt ihr noch mehr Sustain. Beim Ork habt ihr noch mehr Waffenschaden. Das könnt ihr eigentlich sozusagen ausgleichen, indem ihr eine einzige Glyphe umbastelt. Das heißt, sie sind beide sehr ebenwürdig unterwegs. Macht auf jeden Fall beides sehr großen Spaß. Ja, Attributspunkte, wie ihr sehen könnt, neben der Tatsache, dass ich Ork bin, sind alle 64 in Ausdauer. Wir gleichen das Leben gleich mit dem Bafut aus und dementsprechend haben wir da aber auch relativ gute Werte. Die Werte, die ihr jetzt hier seht, sind mit einem günstigen Bafut. Ich zeige euch auch noch gleich das Bafut, mit dem ich standardmäßig spiele. Das machen wir dann als nächstes. Aber erstmal an der Stelle hier den Monostein. Ich würde empfehlen, vor allem im No-CP-Content immer die Schlange spielen. Das heißt also ohne Ausnahme, Ressourcenmanagement ist beim Templer das A und O. Ihr braucht das unbedingt, denn die Fertigkeiten, die ihr nutzt, sind sehr, sehr teuer. Wenn ihr
mit Champion-Punkten spielt, also PvP mit Champion-Punkten, dann könntet ihr eine Schmucklyphe, ich habe eine Schmucklyphe auf Regeneration, zwei auf Waffenkraft, werdet ihr gleich noch sehen. Ihr könntet drei Schmucklyphen mit Waffenkraft spielen oder aber den Mundostein ändern. Die Liebende wäre die stärkste Variante, also Rüstungsdurchdringung. Die bufft allerdings nicht eure Heilung und solche Sachen. Das heißt also, wenn ihr etwas haben wollt, was gleichzeitig euch stärker macht und auch die Heilung erhöht, dann würde ich den Krieger nehmen. Das wäre da an der Stelle dann meine nächste Wahl, die als Option da ist. Ja, gucken wir uns an der Stelle dann auch als nächstes das Buffhut an. Ich habe jetzt hier gerade den fragwürdigen Kamoran-Thron. Der gibt uns Regeneration, maximale Ausdauer und maximales Leben. Also sehr, sehr stark. Ihr könnt diesen allerdings auch austauschen gegen die ätherische Mitnehmbrühe. Die bekommt ihr aktuell tatsächlich nur, wenn ihr in Somerset angelt. Ihr könnt dieses Rezept nur durchs Angeln bekommen und das Rezept ist gebunden. Das heißt also, ihr könnt es nicht kaufen bei anderen Spielern. Ihr könnt euch allerdings das fertige Produkt, also das fertige Menü kaufen bei anderen Spielern. Das geht wiederum. Wenn wir das jetzt einmal aktiviert haben, werdet ihr schon sehen, okay, ein bisschen mehr Ausdauer, ein bisschen mehr Leben, ein ganzes Stück mehr Lebensregeneration, ein kleines Stückchen mehr Ausdauerregeneration. Das heißt also, da ist eine ganze Menge mit dabei. Das bringt euch schon was, dieses etwas teurere Buffhut zu nehmen. Wäre auf jeden Fall meine Empfehlung. Es ist auf jeden Fall das Gold wert, was es braucht. Aber es wird mit Perlmutt hergestellt, wenn ich mich nicht recht entsinne. Das heißt also, pro Portion zahlt ihr so 3.000 bis 5.000 Gold auf dem PC. Das ist also schon ein bisschen happiger. Soweit, so gut erstmal zu dem Buffhut. Ich würde sagen, als nächstes gucken wir uns die Tränke an. Die sind natürlich auch sehr interessant. Als Tränke benutze ich standardmäßig, wie ihr sehen könnt, die Essenz der Unbeweglichkeit. Die stellt ihr her, können wir ja auch einmal ganz kurz hier durchgehen, aus was er die herstellt. Aus Bergblume-Akelei und Neramis Fäule oder Namiras Fäule, das ist ein Pilz. Genau, ihr habt hier die Möglichkeit, 10 Sekunden lang immun zu sein gegen alle verlangsamenden oder kampfunfähig machenden Effekte. Das ist super, super cool. Rückschlagen oder kampfunfähig machende Effekte. Super, super cool. Ihr kriegt Leben und Ausdauer wieder und eure Regeneration wird um 20% erhöht. Das ist sehr, sehr stark. Solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Ihr könnt auch, wenn ihr darauf keinen Bock habt, die Tree-Stat Pots spielen, also die der Tank normalerweise spielt. Ich habe die jetzt gerade nicht hier. Die würde euch noch Malka wiederherstellen und Malka-Regeneration geben. Die würde ihr herstellen aus Wolfsauge, Akelei und Bergblume. Aber ich mag auf jeden Fall die Essenz der Unbeweglichkeit wesentlich, wesentlich mehr. Macht viel, viel mehr Spaß. Ja, wir trinken jetzt auch einmal eine davon. Gucken uns einmal die Werte an. Also ihr seht, unsere Ausdauerregeneration steigt hier nochmal. Lebensregeneration ist auch klar. Und wenn wir uns dann jetzt buffen sollten, haben wir nochmal ein bisschen mehr Ausdauerregeneration, also wir schaffen da schon einen ziemlich guten Wert an Ausdauerregeneration. Resistenzen werden auch gleich noch höher, dazu dann aber gleich mehr. Ich wollte euch erstmal nur an der Stelle die mögliche Regeneration zeigen, die ihr im Kampf so erreichen werdet, denn die ist auf jeden Fall mit dem Ausdauertempler sehr, sehr wichtig, denn ihr werdet oft auf Situationen stoßen, wo ihr merkt, okay, ein bisschen besseres Ressourcenmanagement ist beim Templer wichtiger als ein bisschen mehr Schaden. Aber der Schaden ist diesen Patch und auch schon letzten sowieso so unglaublich hoch, dass ihr euch darum gar keinen Kopf machen müsst. Gucken wir uns also dementsprechend an, wie wir diesen Schaden erreichen, und zwar die Skills, da habe ich ja eben schon angefangen mit dem Momentum. Ich würde euch die Version von Momentum empfehlen, denn die gibt euch nochmal 10% mehr Ausdauerregeneration, erhöht eure Waffenkraft um 20%, ganz, ganz wichtig, und sie heilt euch noch ganz am Ende, das ist auch ein ganz praktischer Nebeneffekt. Die andere Version ist auch ganz nett, die andere Version würde euch kurz immun machen, auch hier wieder gegen kampfmachende oder bewegungsunfähig machende Effekte. Ich bin aber ein Fan von der wegen der Regeneration und wegen der Heilung, ist auf jeden Fall sehr praktisch. Ja, das ist jetzt ein Skill, das ist ein 200 Skill, by the way. Das jetzt hier ist ein Skill, wo ich oft gefragt werde, warum? Gibt es dafür einen Grund? Der Grund ist eigentlich relativ easy. Ja, wir haben zwar schon die Crit-Wahrscheinlichkeit über unsere harschen Hiebe hier unten, aber wenn wir einen Gegner von der Seite oder von hinten angreifen und vor allem, wenn wir AOE-Schaden machen, dann ist das immer der Fall, dann kriegen wir 5 Sekunden lang 8% mehr Schaden, und zwar kleinere Raserei. Das ist ein Skill, den kriegen wir sonst nur durch Gruppen, oder wir bekommen ihn zum Beispiel durch das Monster-Set Schleimkropf, da wir hier weder das ein oder andere, da wir uns weder auf das ein oder andere hier verlassen können, spiele ich mit getarnten Jäger. Das ist super, super praktisch, das ist eine Kriegergildenfertigkeit, und diese 8% mehr Schaden dürft ihr nicht unterschätzen, das ist super, super strong. Und zusätzlich kriegt ihr, weil es eine Kriegergildenfertigkeit ist, noch 3% mehr Waffenkraft. Das zeige ich euch dann gleich noch, wenn wir bei den Passiven angekommen sind. Unsere Fertigkeit, die wir hauptsächlich benutzen,
Und zwar auch in der Execute-Phase, wenn dein Gegner fast schon gedroppt ist, sind die harschen Hiebe. Viele spielen auch noch gerne den Henker. Ich zeige euch gleich noch, wenn ihr den Henker mitnehmen wollt, beziehungsweise was der Henker überhaupt ist und wie ihr den platzieren könnt, machen wir gleich. Alternative Setups gucken wir uns dann danach an. Aber unabhängig davon, harsche Hiebe ist unsere Hauptfertigkeit. Die aktivieren wir eigentlich die ganze Zeit. Die macht nicht nur den Gegner langsamer, nein, sie hat auch unsere Crit-Wahrscheinlichkeit. Und was super, super cool ist, sie macht unglaublich viel Schaden, aber... Nicht nur das. Es ist ein AOE-Effekt, das heißt also, er macht in einem Kegel nach vorne Schaden. Und wir können diese Fertigkeit aktivieren, auch wenn kein Ziel vor uns ist. Ihr kennt vielleicht eventuell den Aufwärtshieb oder den verwirrenden Schwung. Oder ihr kennt vielleicht die schnellen Stöße von den Waffenfertigkeiten. Diese Fertigkeiten sind ausgegraut, wenn sich kein Gegner vor euch befindet. Das heißt, ihr könnt sie nicht benutzen. Die harschen Hiebe kann der Templer allerdings auch benutzen, wenn kein Gegner vor ihm ist. Was dafür sorgt, dass wir dadurch Nachtlingen oder generell Gegner, die sich im Sneak, also im Schleichen befinden oder einen Unsichtbarkeitstrank getrunken haben, aber Nachtlingen mit ihrem Schattenmantel sind natürlich am markantesten diesbezüglich, die können wir aufdecken durch den Flächenschaden. Das heißt also, wenn eine Nachtlinge versucht, vor uns in den Sneak zu gehen und wir aktivieren die harschen Hiebe, dann holt der Schaden der harschen Hiebe die Nachtlinge aus ihrem Schleichen raus und wir sehen sie wieder. Das heißt, wenn ihr die ganze Zeit das hier drückt und hinter einer Nachtlinge herläuft, kann sie nichts machen, sie kann nicht verschwinden. Das ist super, super stark, ist aber nicht die einzige Fertigkeit beim Templer, die uns das ermöglicht. Und ja, als nächstes haben wir unsere Hauptheilung, das ist auflösender Elan. Ich habe mich dafür entschieden, auflösender Elan nach vorne zu tun, weil ich doch noch merke, dass ich dazu neige, den Waffenwechsel tatsächlich overall, ich benutze ihn nicht zu selten, im Gegenteil, ich benutze ihn häufig genug, aber ich mag es tatsächlich mehr, vor allem, weil 4 Sekunden nicht unglaublich lang ist, die Heilung auf der Frontbar zu haben, ist einfach eine persönliche Präferenz, die ich da entwickelt habe, dass ich das vorne mitnehme. Auf jeden Fall die starke Heilung, die bekommt ihr aus dem Allianzkrieg. Dann haben wir als nächstes Macht des Lichts. Macht des Lichts kann schon seit dem letzten Patch kritten. Was heißt das? Das heißt also, wenn diese Fertigkeit hier dabei ist, 18.000 Schaden zu machen und dann noch kritisch trifft, dann erhöht sich der Schaden um mindestens 50%. Ja, das heißt, durch eine irische Speerfertigkeit nochmal um 10%, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Ja, das heißt also, da kommen nochmal 9.000 Schaden obendrauf und nochmal 10% und. Ja, das heißt also, man spielt zwar im PvP mit undurchdringlichen Rüstungsteilen, um den kritischen Schaden der Gegner zu reduzieren, aber trotzdem hittet, also trotzdem macht des Lichts unglaublich viel Schaden und ihr solltet euch bemühen, diese Fertigkeit die ganze Zeit aufrechtzuerhalten. Des Weiteren sorgt sie dafür, dass der Gegner mit kleinerer Fraktur belegt wird, was dafür sorgt, dass er ungefähr 2% weniger Schaden bekommt, was eine ganz nette Angelegenheit ist. Woran erkennt man es mit 2% weniger Schaden? Das liegt an der Durchdringung. 660 Durchdringung und oder 660 Rüstungsdurchdringung entsprechen ungefähr 1% mehr Schaden. Dementsprechend, wenn ihr 660 Rüstungswert habt, kriegt ihr 1% weniger Schaden. Ja, also könnt ihr euch mal so im Kopf behalten, damit ihr ein Verständnis dafür habt, was überhaupt Durchdringung und Rüstungswert bedeutet. Als nächstes haben wir den verstärkten Schwung. Eine der Hauptargumente neben den Jabs, also neben den harschen Hieben, den Templer überhaupt zu spielen, das ist eine super günstige Ultimate, die unter anderem auch physischen Schaden macht, sehr, sehr praktisch, aber auch diese hier wieder macht AOE-Schaden und das bringt natürlich wieder Gegner, die versteckt sind, aus ihrem Versteck raus. Ja, das heißt, wenn ich diese Fertigkeit aktiviere, seht ihr um mich herum diesen Impuls und dieser Impuls ist ein Schadensimpuls, der nicht nur Schaden macht, sondern auch durch den Schaden die Gegner um mich herum aufdeckt. Super, super stark, nicht zu unterschätzen. Dann haben wir als nächstes Giftinjektion. Ich spiele mit dem Meisterbogen, der sorgt dafür, dass ich gegen Gegner, die mit der Giftinjektion belegt sind, 300 mehr Waffenschaden habe. Das ist sehr praktisch, aber Giftinjektion ist auch so ein guter Schaden über Zeit. Der flüchtige Nebel ist zum Abhauen da, den werdet ihr später austauschen, dazu dann gleich mehr. Flüchtiger Nebel würde ich im Open World Cerodiil spielen und in der Kaiserstadt und in Battlegrounds mit einem neuen Charakter. Ich zeige euch das ganz kurz. Wenn ihr also merkt, okay, ich bin jetzt unter 30, 25% Leben, dann drückt ihr noch kurz einmal die Heilung, macht einen Waffenwechsel und geht in diese schöne Nebelgestalt und haut ab um eine Ecke rum oder was auch immer. Ja, das heißt also, um so schnell wie möglich abzuhauen,
könnt ihr das nutzen und schützt euch damit sozusagen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Bedenkt dran, dass ihr währenddessen nicht geheilt werden könnt, aber ihr meistens nehmt ihr den ihr wisst ja, Elan ist 4 Sekunden lang. Das heißt, ihr habt den ersten Tick von Elan, der reicht meistens schon aus und dann geht er gleich mit ein bisschen mehr Leben wieder raus aus der Situation. Oder wenn ihr jetzt gerade euer Ritual gelegt habt, dann könnt ihr auch sozusagen schon im Ritual noch so ein bisschen rumtänzeln. Habt den ersten Tick vom Ritual bekommen und wenn ihr wieder aus der Nebelgestalt rauskommt, kriegt ihr noch einen Heilungstick, könnt euch dementsprechend da wieder ein bisschen retten. Dann haben wir jetzt eine Fertigkeit, diese Fertigkeit ist so ein bisschen unser Flexspot, die können wir nämlich auch rausnehmen, aber das ist eine der Fertigkeiten, die am, ich sag mal, hilfreichsten sind, um flexibel im PvP zu arbeiten. Denn der Wurfspeer sorgt dafür, dass ein Gegner 4 Sekunden lang betäubt ist. Er wird also umgeschmissen. Das ist sehr, sehr krass. Und dieser Angriff ignoriert die Resistenzen. Das heißt also, der macht auch nochmal sehr, sehr viel Schaden, obwohl hier jetzt nur 5000 steht. Aber trotzdem an der Stelle hier nichts unterschätzen. Das ist eigentlich unser Hauptstun, also unser Hauptskill, um Gegner sozusagen zu betäuben und dann auf sie zuzugehen und so weiter und so fort. Den solltet ihr nicht unterschätzen. Der ist sehr, sehr stark. Auf jeden Fall meines Erachtens mitnehmen. Ihr könnt ihn aber auch austauschen. Wenn ihr ihn austauschen wollt, dann zeige ich euch gleich wie. Als nächstes haben wir Ritual der Vergeltung. Ritual der Vergeltung macht nicht nur sehr viel Schaden. Nein, unter anderem heilt es euch noch nebenbei. Das ist sehr, sehr praktisch und es entfernt 2 schädliche Effekte. Ich habe viel rumprobiert, mit was ich zufriedener bin. Ritual der Vergeltung ist nur 12 Sekunden lang. Dementsprechend habt ihr einen relativ hohen Markerverbrauch, wenn ihr auch noch mit dem Nebel spielt. Wenn ihr wirklich einen reinen PvP-Char spielen wollt, dann empfehle ich euch das verlängerte Ritual. Das hat 24 Sekunden Wirkdauer und entfernt statt 2 schädliche Effekte sogar 5. Macht dafür allerdings keinen Schaden. Müsst ihr wissen, was ihr gerne spielen wollt. Ich spiele diesen Charakter hier sowohl im PvE als auch im PvP, wobei ich aktuell mehr PvP spiele. Ich könnte den also auch in verlängertes Ritual ändern. Ich habe es jetzt aber hier fürs Buildview nicht getan, also für euch die Information. Verlängertes Ritual wäre vermutlich die bessere Entscheidung. Ritual der Vergeltung ist aber noch ganz nett. Ich mag es trotzdem. Als nächstes haben wir hier den wiederherstellenden Fokus. Der stellt euch nicht nur Ausdauer wieder her, während ihr euch im Fokus befindet. Nein, der gibt euch auch 20 Sekunden erhöhte Resistenzen. Und jetzt kommt eine Sache, die viele nicht wissen. Dieser Resistenzbonus, der magische und der physische, den habt ihr auch, wenn ihr raus seid. Früher war das so, dass man, wenn man den Zirkel verlassen hat, noch 8 Sekunden diesen Bonus hatte. Jetzt ist es so, dass ihr den permanent habt. Das heißt also, wenn ihr den Zirkel legt, kriegt ihr 20 Sekunden die erhöhten Resistenzen. Und wenn ihr euch schon in der ersten Sekunde aus dem Zirkel rausbewegt, dann habt ihr immer noch 19 Sekunden diese erhöhten Resistenzen. Ich zeige euch das einmal. Das heißt also, solange wir uns im Zirkel befinden, kriegen wir hier nochmal 50% Resistenzen obendrauf. Ja? Seht ihr ja jetzt hier, einmal hier in den Werten. Wenn ich mich jetzt aus dem Zirkel rausbewege, dann sind diese Resistenzen ein bisschen niedriger, wie ihr sehen könnt. Ja? Aber dieser Buff geht nicht weg. Ich habe den trotzdem noch. Ich habe den trotzdem noch, auch wenn ich nicht mehr im Zirkel bin. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ausdauer wiederherstellen und nochmal die 50% Resistenzen obendrauf bekommt ihr allerdings nur, wenn ihr euch da drin befindet. Ja, das heißt also, das müsst ihr dann im Hinterkopf behalten, dass ihr sozusagen nur dann diese schönen Bonis habt, die ihr da an dieser Stelle mitnehmen wollt. Also, ganz, ganz wichtig, behaltet das im Hinterkopf. Die beiden Bonis habt ihr, wenn ihr rumlauft und fröhlich seid und hier habt ihr dann nochmal die 50% Resistenzen obendrauf, solange ihr euch im Zirkel aufhaltet. Dann ein Skill, den ich sehr selten sehe aktuell, aber der super stark ist, und zwar Gedenken. Gedenken ist so ein bisschen euer Oh-Shit-Button. Ja, wenn ihr seht in einem Battleground, oh, es sind gerade alle am Sterben, oh, was mache ich denn jetzt? Dann ist es eure Situation, Gedenken zu aktivieren und eure Gruppe zu retten. Ist auch eine sehr, sehr günstige Ultimate, muss man an dieser Stelle hier sagen, für das, was sie macht. Denn ihr seid quasi untötbar in dieser Ultimate, denn ihr bekommt nochmal 16.500 Resistenzen obendrauf. Ich zeige euch gleich, wieso. Und unter anderem kriegt ihr weniger Schaden und heilt sehr, sehr viel pro Sekunde. Also bitte, bitte nehmt das mit, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Skill. Ihr könnt auch die verlängerte Version mitnehmen, allerdings hatte ich mit der hier die besseren Ergebnisse, die besseren, ja,
die besseren Ergebnisse. Ich habe jetzt auch schon im neuen Patch 7 Battlegrounds gespielt. Da hat der Build weiterhin sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe diesen Build allerdings schon länger gespielt. Und zwar mit kleinen Veränderungen habe ich ihn schon seit 1,5 Monaten im Update Dragonhold gespielt. Das heißt also, es hat sich tatsächlich relativ wenig verändert zu diesem Patch. Jetzt zeige ich euch, warum das hier der Flexbot ist. Ihr habt vielleicht schon bemerkt, hä? Wo ist denn da mein Gap Closer? Also, wo ist mein Skill, womit ich die Entfernung zwischen mir und dem Gegner verringern kann? Gap Closer? Wo kann ich den platzieren? Warum ist der nicht da? Das ist relativ einfach. Ich spiele statt mit einem Gap Closer mit dem Wurfspeer, weil ich den mehr mag, einfach weil der mir mehr Freude bereitet. Ihr könnt allerdings, wenn ihr wollt, die Heilung nach hinten legen, so wie ihr das auch bei den meisten anderen Builds sehen werdet, und könnt hier entweder das kritische Preschen reinlegen, um dann halt eben einen Skill zu haben, der die Entfernung zu eurem Gegner reduziert, oder was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt, wenn ihr eine Execute, also eine Fertigkeit, die mehr Schaden macht, desto weniger Leben der Gegner hat, haben wollt, dann könnt ihr hier anstattdessen auch den Henker mitnehmen. Auch nicht zu unterschätzen, Henker ist super, super strong. Das werdet ihr so auch bei vielen Templern sehen, aber dann habt ihr halt eben nicht den coolen Wurfspeer. Müsst ihr wissen, ihr könntet auch den flüchtigen Nebel rausnehmen für den Wurfspeer, wenn ihr das wollt, aber ich hatte so die besten Erfahrungen, hat auf jeden Fall am meisten Spaß gemacht. Das wäre so auch erstmal meine Empfehlung, die ich euch mit auf den Weg geben kann. Ja, wenn ihr Battlegrounds schon sehr, sehr lange spielt, und das, was ich euch jetzt erzähle, das gilt wirklich nur für Battlegrounds. Wenn ihr Battlegrounds schon sehr, sehr lange spielt, dann habt ihr schon ein sehr hohes Matchmaking und werdet gegen sehr erfahrene Spieler kämpfen müssen. Und bei diesen erfahrenen Spielern ist es meistens so, dass da so viel wie möglich Flächenschaden übereinander gestapelt wird. Ja, das heißt also, die haben so viele Skills und so viele Sets dabei, die entweder Proc Flächenschaden machen oder aber generell im Allgemeinen Skills, die Flächenschaden machen, dass ihr das irgendwie, dass ihr dem irgendwie entgegenwirken müsst. Um denen entgegenzuwirken, wenn ihr also schon sehr, sehr lange Battlegrounds gespielt habt, würde ich euch empfehlen, hinten den flüchtigen Nebel rauszunehmen und den Stellungswechsel dafür reinzutun. Der sorgt nicht nur dafür, dass ihr Verlangsamung entfernt, nein, ihr seid auch einige Sekunden für jedes mittlere Rüstungsteil, wovon wir insgesamt 5 tragen, immun gegen bewegungsunfähig machende Effekte. Sehr praktisch. Ein Skill, den man auch auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben sollte, dass es den gibt. Der ist immer noch sehr, sehr cool. Ja, das sind auf jeden Fall erstmal so die Skill-Sachen, die ich euch empfehlen würde hier an dieser Stelle. Ich bin natürlich Vampir. Ihr könntet auch einen Werwolf spielen. Wenn ihr den Werwolf spielen wollt, dann müsstet ihr den hier auf die Frontbar legen und den verstärkten Schwung nach hinten legen. Dafür Gedenken raus. Könnt ihr machen, würde ich aber nicht unbedingt empfehlen. Ich mag den Vampir hier insgesamt mehr, auch wenn der Werwolf uns nochmal 5% mehr Regeneration geben würde. Der Vampir gibt uns aber 10% mehr Regeneration. Das reicht auch schon aus, auch wenn der Templer die Regeneration an jeden Ecken und Stellen braucht. Ich bin hauptsächlich auf Stufe 2 unterwegs. Ihr könnt allerdings auch Stufe 4 spielen, um weniger Schaden zu erhalten, wenn ihr Stufe 3 oder 4 seid. Oder aber, um schneller zu schleichen, falls ihr vor allem Open World PvP macht, also Kaiserstadt und Zerodiel, dann könnte Vampir Stufe 4 auch eine Option theoretisch für euch sein. Natürlich wollen wir aber den flüchtigen Nebel mitnehmen, deswegen kommen wir eigentlich erstmal an der Stelle nicht um den Vampir herum. Gucken wir uns als nächstes einmal die passiven Skills an, die ich euch hier empfehlen würde. Und da haben wir bei den ganzen DDs empfehle ich tatsächlich, hier den Lichtweber rauszulassen. Aber wir brauchen jetzt den Lichtweber, weil wir ja im PvP unterwegs sind und wir spielen ja mit dem Gedenken, also mit der Heilungsultimate, und dafür brauchen wir hier ganz unten den letzten Bonus, denn Gedenken ist in der Grund vom Ritus des Übergangs, und das heißt, wir kriegen, während wir diese Ulti ausführen, sozusagen maximale Resistenzen, selbst mit Debuff, also selbst wenn jemand viel Rüstungsdurchdringung hat, kommt er nicht durch unsere Verteidigung durch, das ist sehr, sehr praktisch. Das heißt also, wir skillen alle Passiven der Klassen ohne Ausnahme, da gibt es gar keinen Weg drumherum. Natürlich skillen wir auch alle Zweihänder und alle Bogenpassiven. Auch da gibt es keinen Weg drumherum. Dementsprechend das auf jeden Fall schon mal soweit alles mitnehmen. Dann haben wir alle mittleren Rüstungsfertigkeiten geskillt, wie ihr sehen könnt. Und bei der schweren Rüstung, denn wir tragen 5 Teile mittel, 2 Teile schwer, nehmen wir die ersten 3 mit. Das heißt also, die solltet ihr auf jeden Fall geskillt haben. Die letzten 2 bringen euch nichts mehr, wenn ihr nicht mit 5 Teile schwer spielt. Ja, ansonsten Gildenpassiven sollten wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Vergisst man vielleicht mal schnell Kriegergilde. Wir spielen mit Kriegergildenfertigkeiten. Also sind natürlich, ich würde euch einschüchternde Präsenz trotzdem empfehlen. Ab und zu passiert es, dass ihr aus Versehen auf die 2 drückt. Dann habt ihr 15% weniger Ausdauerverlust, würde ich euch empfehlen. Könnt ihr aber ansonsten weglassen. Ansonsten natürlich 3% mehr Waffenkraft definitiv mitnehmen. Ultimate-Regeneration und mehr Schaden gegen
Verbündete könnt ihr an dieser Stelle hier weglassen, wenn ihr wollt. Was ihr aber auch machen könnt, wenn ihr da Bock drauf habt, ihr könnt auch, wenn ihr wollt, mit dem Bietenhändler spielen, also mit dem Dämmerbrecher, dann aber nicht den makellosen Dämmerbrecher, den würde ich euch dann nicht empfehlen, sondern ich würde euch stattdessen den Dämmerbrecher des Zerschmetterns empfehlen, denn der bringt euch den Vorteil, dass ihr den Gegner nochmal 2 Sekunden lang betäuben könnt. Falls ihr das machen wollt, würdet ihr hier den verstärkten Schwung austauschen gegen den makellosen Dämmerbrecher und dann würdet ihr den auch draußen lassen und würdet hinten mit Gedenken spielen. Der Dämmerbrecher ist tatsächlich vergleichbar gut wie der verstärkte Schwung. Ich mag den ja aber mehr, weil der ist günstiger, wir können ihn öfter aktivieren und er macht mehr Flächenschaden über eine gewisse Zeit. Das heißt also, er ist sehr, sehr praktisch halt eben, wenn man nicht so der Freund von Nachtling ist. Es tut mir leid, liebe Nachtling da draußen. Ja, ich bin nicht der große Nachtling-Freund im PvP. Außer euch natürlich, alle Nachtlingen, die jetzt hier zuschauen. Euch habe ich alle lieb. Können wir das rausschneiden? Cut! Wunderbar. An dieser Stelle hier, ich glaube, da wissen alle Bescheid. Nein, ich habe natürlich nichts gegen Nachtling, aber manchmal finde ich das anstrengend, wenn die ganze Zeit in den Sneak gehen. Ja, gucken wir uns trotzdem noch die weiteren Fertigkeiten an. Natürlich nehmen wir die unerschrockenen Passive mit, denn wir kriegen 4% mehr maximales Leben, Ausdauer und Marker. Und was auch ganz cool ist, natürlich, wir stellen mehr Ressourcen her, wenn wir mit anderen zusammenspielen und dann eine Synergie aktivieren können. Ist eine ganz praktische Sache. Wenn ihr Open World PvP spielt, solltet ihr natürlich hier die Passive mitnehmen. Auf keinen Fall vergessen. Die erste Passive braucht ihr nicht bei Unterstützung. Die gibt euch 10% mehr Marker-Regeneration, wenn ihr hier eine Fertigkeit von ausgerüstet habt. Die einzige Fertigkeit, die ihr irgendwie interessant ist, ist die Barriere, aber die benutzen wir nicht, also lasst den ersten Skill raus. Ja, Volk ist klar und ansonsten ganz, ganz wichtig, unterschätzen viele, nehmen viele nicht mit. Leute, bitte, bitte, bitte levelt auf allen Charakteren unbedingt Alchemie. Ich sehe immer wieder die traurige Situation, dass Leute nicht Alchemie leveln. Die Heilkenntnisse sind so strong. Ihr braucht die auf jedem Charakter ohne Ausnahme. Egal, ob ihr questet, PvE macht oder PvP. Es spielt keine Rolle. Immer die Heilkenntnisse mitnehmen. Bitte, bitte, macht das. Gut. So viel also soweit zu den passiven Fertigkeiten. Kommen wir als nächstes zu den Eigenschaften meiner Ausrüstung. Ich spiele alle 7 Rüstungsteile in undurchdringlich, ohne Ausnahme, einfach um den kritischen Schaden zu entgehen. Vor allem, wenn ihr viel Battleground spielt, wo die Champion-Punkte deaktiviert sind, dann werdet ihr das brauchen. Ansonsten, alle 3 Schmuckteile sind bei mir in erfüllt, wie ihr sehen könnt. Wir haben eine nirngeschliffene Frontwaffe und eine erfüllte Backbar-Waffe. Die vordere Waffe könnt ihr auch in geschärft spielen, das wäre vergleichbar stark. Mit nirngeschliffen bufft ihr aber nochmal eure eigenen Heilungsfertigkeiten zum Beispiel. Ich hatte damit persönlich die besseren Ergebnisse. Außerdem skaliert der Templer sehr gut mit mehr Waffenschaden. Durchdringung würde er nicht erhöhen. Warum skaliert er so gut mit mehr Waffenschaden? Weil wir 6% mehr Waffenkraft haben durch diesen schönen passiven Skill, den wir auf jeden Fall nicht unterschätzen sollten. Ja, ansonsten Glyphen, wie ihr hier sehen könnt. Was sind noch alternative Eigenschaften? Ihr könntet große Rüstungsteile in erfüllt tragen. Vielleicht, wenn ihr mit einer Vierergruppe spielt oder so, wo jemand mit Transmutation dabei ist, dann geht das, aber ansonsten würde ich es nicht empfehlen. Den Schmuck könnt ihr erstmal auf Robust spielen, wenn ihr wollt, oder auf Kräftigend. Solltet ihr aber später ändern. Erfüllt profitiert der Templer mehr von. Ja, ansonsten der Bogen, den würde ich immer auf erfüllt spielen, ohne Ausnahme. Und man könnte ihn auch im Verteidigen spielen, würde ich aber nicht machen. Und ansonsten hier, wie gesagt, nirgeschliffen oder geschärft. Das wären so die Alternativen, die ihr habt. Ja, ansonsten, ich spiele mit einem Gift auf der vorderen Leiste, und zwar den Gift der Brutalität. Das stellt ihr her aus Drachendorn, Stinkmorscheln und entweder Schlammkrabben oder Käferbeine. Das macht euren Gegner 15% schwächer und stärkt euch um 10%. Das heißt, also ihr habt 10% mehr Waffenkraft. Das ist super strong. Ich habe damit bessere Erfahrungen gehabt als mit dem Gift der Lebensschändung. Das ist ja das andere bekannte Gift. Das Äquivalent dazu ist das Kronengift. Das ist ähnlich stark. Beide haben bei mir schlechter performt als das Gift des Brutalitätsentzugs. Ich würde euch also dementsprechend das empfehlen. Glyphen sind aber in diesem Patch sehr, sehr ähnlich stark alle miteinander. Ihr könntet an dieser Stelle hier auch eine Glyphe spielen. Dann würde ich euch wahrscheinlich entweder Schockschaden tatsächlich empfehlen, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen, oder Giftschaden wäre die zweite Wahl, die ich treffen würde. Ihr könntet auch, wenn ihr wisst, dass ihr zum Beispiel Duelle macht und euer Gegner ist ein
ein Werwolf oder ein Vampir, könnt ihr auch eine Dedriche Glyphe mitnehmen, um dem Gegner dann nochmal ein bisschen mehr weh zu tun. Ja, soweit so gut, also auf jeden Fall erstmal zu den Glyphen. Wir wollen uns natürlich aber noch die anderen anschauen. Auf dem Bogen, deswegen ist der erfüllt, haben wir natürlich die Glyphe der Waffenkraft, ansonsten zweimal Waffenschaden und einmal Regeneration. Wenn ihr, wie gesagt, viel im Champion-Punkt PvP unterwegs seid, also PvP mit Champion-Punkte, könntet ihr auch dreimal Waffenkraft tragen, würde theoretisch auch funktionieren. Wir haben die großen Rüstungsteile mit maximaler Ausdauer versehen, die kleinen Rüstungsteile mit Leben. Ich bin der Meinung, dass wir nicht die Treestead-Lyphen brauchen. Erstens sind die tatsächlich für den Nutzen, den sie hier letzten Endes haben, zu teuer. Und ich hatte hiermit bessere Erfahrungen. Ich habe es am Anfang nicht geglaubt, aber ich kann schon mal so viel sagen. Ein Teil der Ausrüstung, die wir hier spielen, ich glaube bis auf den Meisterbogen, habe ich mir von einem Gildenkollegen ausgeborgt, könnte man so sagen. Liebe Grüße geht raus an den lieben Justin, der hier mir so ein bisschen die Empfehlung zum Setup gegeben hat. Skills waren so ein bisschen eigene Kreation, beziehungsweise was ich so präferiert habe oder bevorzugt habe. Aber ansonsten, das Setup hier ist sozusagen so ähnlich wie er. Und ich wollte es am Anfang auch nicht glauben, aber tatsächlich ist es so, dass ihr mit den Ausdauerglyphen auf den großen Rüstungsteilen insgesamt bessere Erfahrungen macht, wahrscheinlich, als mit den prismatischen Glyphen, die alle drei Attribute erhöhen. Ich hatte auf jeden Fall, wie gesagt, bessere Erfahrungen damit. Kleine Rüstungsteile, aber wie gesagt, mit Leben verzaubern, dann passt das ganz gut. Ist nicht nur kostensparend, nein, ist auch stärker als mit den prismatischen Glyphen. Soweit, so gut erstmal zu den Glyphen. Ich denke, damit haben wir die erstmal abgehandelt. Gucken wir uns an, was wir hier für Sets spielen. Ich würde immer Blutbrut spielen. Außer vielleicht, wenn ihr zum ersten Mal im PvP seid. Dann könntet ihr Skelettpirat spielen. Ich weiß gar nicht, habe ich das zufällig dabei? Ich glaube nicht. Skelettpirat ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, die Spaß machen kann. Ich würde aber tatsächlich Blutbrut empfehlen, denn ihr habt hier nicht nur einmal Ausdauerregeneration. Wie gesagt, Templer braucht unglaublich viel Ausdauerregeneration. Nein, wir haben ja auch nochmal die Möglichkeit, schneller Ulti zu regenerieren, was ja bei der super günstigen Ultimate vom Templer super stark ist, denn dann können wir die fast die ganze Zeit aktivieren. Also gefühlt alle 30 Sekunden aktivieren wir unser Ultimate und das macht einfach nur Laune. Des Weiteren haben wir fast maximale Resistenzen. Ich glaube so 31.000, 30.000, wenn sich Blutbrut aktiviert. Als zweites Set haben wir hier Schlachtfeldakrobat. Beim Schlachtfeldakrobaten ist es so, ich trage den über Schmuck, denn der ist relativ günstig in Gold zu bekommen und zwei Rüstungsteile am Körper. Der Schlachtfeldakrobat gibt uns zweimal Ausdauer, einmal maximale Ausdauer und er verringert unsere Kosten um 6% aller Fertigkeiten, auch die Fertigkeiten der Ultimate. Muss man dazu sagen, an dieser Stelle hier ganz wichtig. Warum brauchen wir das unbedingt? Warum müssen wir das, also würde es nicht schon ausreichen, wenn wir mit sehr viel Ausdauerregeneration spielen? Das ist der Grund, und zwar das zweite 5er-Set, Akolyt des neuen Mondes. Akolyt des neuen Mondes erhöht unsere kritische Wahrscheinlichkeit, unseren generell allgemeinen Schaden. Es gibt uns Durchdringung, und zwar sowohl als auch beide Durchdringungswerte. Das heißt also hier nochmal ungefähr 2% und ein paar zerquetschte mehr Schaden. Nicht unterschätzen. Und wenn ihr es auf Gold aufwertet, dann gibt es euch sogar nochmal mehr Waffenkraft und zwar insgesamt 464, ist also super, super stark. 464 Magie und Waffenkraft, euer Ritual wird stärker und all eure anderen Skills werden auch stärker dadurch. Dafür werden die Fertigkeiten, die aktiven Fertigkeiten, also nicht die Ultimates, die aktiven Fertigkeiten, werden um 5% teurer. Ja, das heißt also, plus minus durch Schlachtfeldakrobat und Mondakolyt haben wir 1% günstigere Fertigkeiten, aktive Fertigkeiten und unsere Ultis sind 6% günstiger. Also, sehr praktisch, kann ich euch empfehlen, die Kombination ist wirklich brillant, macht sehr viel Spaß. Auf der hinteren Leiste habe ich nicht nur relativ teure Skills, nein, ich habe dort unter anderem, um hinten nicht auch diese 5% kostintensivere Fertigkeiten zu haben, habe ich hinten ein anderes Set oder beziehungsweise habe ich hinten nur, wenn ich meinen Waffenwechsel mache, nicht mehr 5 Teile von Mondakolyt, nein, ich habe nur noch 3 Teile aktiv davon. Ja, und dadurch sind meine Fertigkeiten wieder normal teuer, beziehungsweise ja 6% vergünstigt, sehr praktisch. Das heißt also, es lohnt sich zum Beispiel auch Elan nach hinten zu nehmen, weil das ja eine relativ teure Fertigkeit ist. Könnt ihr also ein bisschen mit ausgleichen, aber auch unsere anderen Fertigkeiten, die wir hinten spielen, sind nicht zu unterschätzen, die wir hier mit am Start haben. Die sind halt alle günstiger dadurch. Wenn ihr jetzt euch hier anguckt, Elan, okay, Elan könnte ich noch mit nach hinten nehmen, dann hätte ich hier auch nochmal irgendwie eine Möglichkeit, ein bisschen günstiger unterwegs zu sein. Könntet ihr machen, müsst ihr aber nicht, ist dann letzten Endes auch wieder eure Entscheidung. Hinten spiele ich den Meisterbogen, immer wenn wir einen Gegner mit der Giftinjektion belegen, dann haben wir gegen diesen einen Gegner 301 mehr Waffenschaden. Super, super stark bekommt er aus der
Drachenstern-Arena. Mondakolyt könnt ihr euch im südlichen Elsweyer craften lassen. Ihr braucht dafür 9 analysierte Eigenschaften. Wenn ihr die nicht habt, dann lasst es euch von einem anderen Spieler craften. Schlachtfeld-Akrobat erhaltet ihr aus dem gerechten Lohn oder könnt es euch von anderen Spielern kaufen. Das ist auch eine Option. Und Blutbrut bekommt ihr aus, lasst mich lügen, Gott, ich habe den Dungeon tatsächlich gerade nicht im Kopf. War das Wegesruh? Guckt doch mal kurz nach, wo ihr Blutbrot bekommt. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall ist es auch kein schwieriger Vierer-Dungeon. Ihr kommt da also relativ einfach ran. Soweit, so gut erstmal zu den Ausrüstungsgegenständen. Da würde ich auch keine anderen Alternativen nennen. Wenn ihr nicht mit Mondakolyt spielen wollt, dann das ist die einzige Alternative, die ich nennen würde. Ah, wobei, nennen wir Alternativen. Wenn ihr Mondakolyt nicht spielen wollt, dann spielt Holding Sorn. Ähnliche Stärke. Wenn ihr auf keinen Zugriff auf den Schlachtfeld-Akrobaten habt, dann besorgt euch nicht Skelettpirat, doch Skelettpirat, Knochenpirat, Knochenpirat. Besorgt euch Knochenpirat, Skelettpirat und Knochenpirat. Skelettpirat ist das Monster-Set, glaube ich. Knochenpirat ist das 5er-Set. Ein leichtes 5er-Set, das bekommt ihr aus dem Schwarzherz-Unterschlupf. Und immer wenn ihr unter dem Einfluss eines Getränkes steht, bekommt ihr durch Skelettpirat 2000 mehr Ausdauer und 150 mehr Ausdauerregeneration. Ist also ganz nett, ähnlich gut wie Schlachtfeld-Akrobat, aber Schlachtfeld-Akrobat ist schon nochmal eine ganze Ecke besser. Ja. Achtet darauf bitte, wenn ihr mit dem Skelettpiraten-Set da spielen wollt, was euch unter der Auswirkung eines Getränks die Bonis gibt, dann müsst ihr eins im Hinterkopf behalten. Die Arteche Mitnehmbrühe ist ein Spezialgetränk, ist ein Spezialgericht und gilt nicht als Getränk. Ihr müsst also dann mit den Kamoran-Thron spielen und habt keine andere Wahl. Ihr müsst den also dann nehmen. Genau, soweit so gut erstmal dazu. Mein Champion-Punkte-Setup ist vielleicht auch noch ganz interessant für euch. Ich habe 66 Punkte in Unangreifbar, 29 in Resistent, dann 40 Punkte in Dickhäutig, 43 in Elementarverteidiger und dem anderen Schadensverringerungs-Champion-Punkt, um nochmal die Heilung zu erhöhen, haben wir 49 Punkte in schnelle Erholung, 27 in Auslauung, 31 in Kriegsherr, 37 in Sprinter, 19 in Fokus zerschlagen, 100 in Mondkalb, 56 in Gelenkigkeit, 49 in Gesegnet, um nochmal mehr Heilung rauszuholen, 66 in Waffenmeister, 37 in Thaumaturg. Wir haben relativ, ja, wir spielen nicht mit Crit-Schaden bei PvP, wir spielen auch relativ wenig mit Schadens über Zeiteffekten, deswegen auch relativ wenig in Thaumaturg. Dementsprechend können wir dann ganz viel in Durchdringung stecken und relativ viel in Kräftigend. Das sind auf jeden Fall meine Empfehlungen für euch und macht nicht zu wenig Punkte in Durchdringung, das macht sehr viel Schaden. Ja. Gut, soweit, so gut. Erstmal zu den Champion-Punkten. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Meine ungefähre Reihenfolge, in der ich meine Skills immer aktiviere, ist wie folgt. Der Skill, der am allerlängsten hält, ist hier an dieser Stelle der Stellungswechsel, wenn ihr den spielen wollt. Wenn ihr mit denen nicht spielt, die Vampirfertigkeit spielt da stattdessen, dann lasst ihr das jetzt hier einfach weg an dieser Stelle. Dann, wenn ihr mit dem verlängerten Ritual spielt, würdet ihr als erstes das verlängerte Ritual spielen und dann den Fokus. Wenn ihr das spielt wie ich, dann erst den Fokus, dann das verlängerte Ritual. Dann macht ihr eine Light-Attack auf den Gegner, Giftinjektion, Waffenwechsel und dann bufft ihr euch hier einmal. Das könnt ihr auch noch am Anfang machen. Ne? Das heißt also am besten so, Light Attack, Giftdetektion, Waffenwechsel, dann macht ihr das so lange, bis euer Macht des Lichts ausläuft. Macht einmal Macht des Lichts. Zwischendurch könnt ihr den Gegner noch umwerfen mit dem Speer, aber generell im PvP habt ihr sehr dynamischen Kampf, keine richtige Rotation. Dementsprechend fühlt sich das da sowieso alles ein bisschen anders an. Soweit, so gut. Hat euch der Bild gefallen? Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir eure Erfahrungsberichte mit dem Bild in den Chat schreibt oder wenn ihr sagt, ich habe es zwar nicht ausprobiert, aber ich denke das, das und das. Schreibt auch das gerne in die Kommentare. Wie spielt ihr einen Ausdauer-Templer im PvP? Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bedanke mich bei meinen großen Unterstützern Mike Thompson, Björn Schöber und Hitze89. Dickes Danke für euren Support und viel Spaß bei der Endcard. Du musst abonnieren und die Glocke aktivieren. Oh was? Wir sind noch live auf Sendung? Oh Mann, warum sagt mir das denn schon wieder keiner? Du möchtest noch mehr zum Thema erfahren? Gleich oben rechts findest du ein von YouTube für dich vorgeschlagenes Video. Eventuell passt es ja. Vielleicht möchtest du mich aber auch unterstützen, sodass ich unabhängig von YouTube an den Videos arbeiten kann. Dann werde jetzt Mitglied und erhalte dafür exklusive Vorteile. Wie zum Beispiel deinen Namen in meiner Endcard. Oder längeren Vorabzugriff auf neue Videos. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.